Chandra Kantasana ist die schöne Mondstellung oder auch die Stellung der Mondin, die Stellung der Mondgöttin. Garota in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas schreibt, dass Chandra Kantasana in mehreren klassischen Texten erwähnt wird, aber nicht beschrieben wird. Es gibt zwei Stellungen, die als Mondgöttin-Stellung bezeichnet werden, und Annika zeigt, wie diese gehen. Zunächst einmal aus dem Stehen heraus, strecke ein Bein nach hinten aus und gebe dann die Hand auf den Boden. Du hast also zum Beispiel rechtes Bein und rechten Arm, rechte Hand auf dem Boden, und du hast den linken Arm nach oben und du schaust hoch zum Himmel. Die Stellung wird manchmal als Halbmond bezeichnet, manchmal eben auch als Mondgöttin. Eine zweite Stellung, die als Halbmond bezeichnet wird und daher auch als Mondgöttin bezeichnet werden kann, ist aus dem Sprinter heraus die Arme nach oben geben und dann die Handflächen nach oben oder Hände gefaltet und die Arme nach hinten und schaue nach oben zum Himmel. Öffne dabei Bauch, Brust und Kehle, fühle dich weit und fühle dich geöffnet. Das sind beides Variationen, die man als Chandra Kantasana, die Stellung der Mondgöttin, bezeichnen kann.